So Freunde, es ist Donnerstag, heute kein kleines außerplanmäßiges Video, etwas chaotisch vielleicht, deswegen entschuldigt, aber wir versuchen das noch am gleichen Tag für euch online zu setzen. Und zwar geht es heute um die FIBO und um die FIBO-Form, um die Form-Updates, die ich euch ja versprochen habe von den Jungs und von mir. Und wie gesagt, vielleicht erstmal zur FIBO. Wir sind jetzt auf dem Weg zur FIBO, das Team und ich. Wir haben gerade noch ein bisschen gefrühstückt, hatten gerade noch ein bisschen Spaß, haben gerade ein bisschen rumerzählt und genauso, das ist der schöne Auftakt für die FIBO. Wir möchten für euch da sein und ich habe die drei Leute gerade auch so ein bisschen gebrieft, die sind auch für euch da. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so, wir sind für euch da ab Freitag, Samstag, Sonntag, 13 Uhr, Stand F73, Halle 10.1, ja, genau. Feiern gehen wir auch. Also wer mit uns feiern gehen will, wir sind total in Partystimmung. Für meine alten Jahre ist das ganz witzig. Wir gehen heute ins Diamonds, morgen gehen wir ins Flamingo und Samstag gehen wir ins Vanity. Also das wird auch richtig cool, wir werden richtig, richtig Party machen. Der Chang ist da, die Julie ist da, die Mara kommt leider erst ab Samstag, aber ist dann ab Samstag auch für euch da, ab 13 Uhr, freue mich auch riesig. Wir werden da rumlaufen, werden Spaß haben und einfach für euch da sein. Ich möchte mir wirklich Zeit nehmen für euch. Und jetzt komme ich mal zu der Form. Und die Jungs, die bei der Transformation mitgemacht haben, das ist die vorläufige Form, sind für euch auch da. Deswegen mache ich auch dieses Video, weil ihr sollt denen auch Fragen stellen. Ich würde euch sehr, sehr bitten, auch mal zu denen zu gehen und euch mit dem ihr euch identifiziert, wirklich mal zu fragen, wie war das, was habt ihr gemacht und so weiter, damit ich das in den Videos nicht ganz so ausführe. So, jetzt kommen wir mal kurz zu den Transformationen. Ich fange mal mit meiner an, weil meine ist jetzt nicht ganz so spektakulär, aber schon ganz nett. Meine Transformation, wie gesagt, wir haben ja angefangen und Start war so ein bisschen wabbelig und ganz okay, in der Mitte war es dann ganz okay und jetzt, wie gesagt, da ist ein bisschen Bräune drauf, es ist ungeladen, ich sage dazu, das ist die vorläufige Form, ich werde euch dann noch zeigen, wie das Ganze mit Kohlenhydrat geladen aussieht, wenn das Ganze aufgepumpt aussieht, ohne Pump, ohne Laden, ohne alles. Gewicht ist in etwa, ich glaube, 1 bis 2 Kilo schwerer geworden, aber es ist kein Fett. Das auf gar keinen Fall, weil Taille ist gleich geblieben. Ich würde sogar sagen, dass Fett runtergegangen ist, wenn man sich wirklich so den Rücken und die Hüfte so anguckt. Fett ist runter und Muskulatur ist aufgebaut worden, wenn man sich die Brustumfänge anschaut, die Beinumfänge. Das heißt, damit möchte ich euch motivieren und zeigen, es geht. Ich habe euch ja die ganzen Bluttests und so weiter gezeigt und ich möchte es einfach auch vorleben. Man kann, und das ist einfach auch der Beweis, bei den anderen Jungs seht ihr das noch viel, viel krasser, man kann Muskulatur aufbauen und Fett abbauen gleichzeitig. Wir haben immer ein bisschen geschwankt, aber insgesamt haben wir nie einen Fokus gesetzt jetzt auf Masse oder auf Definition. Bei Marc, guckt euch das Ganze mal bei Marc an. Bei ihm war der Fokus hauptsächlich auf Muskelaufbau. Jetzt zum Schluss haben wir noch mal ein bisschen am Gewicht geschraubt, aber insgesamt haben wir auch bei ihm, wir haben vom Gewicht hat sich, glaube ich, gar nicht so viel getan. Wie gesagt, ich blende das auch ein, aber guckt euch da die Umfänge an und guckt euch insgesamt mal die Form an. Auch hier haben wir Muskeln aufgebaut und ich würde tatsächlich auch sagen, dass wir auf jeden Fall auf Fett reduziert haben und das in der kurzen Zeit. Wir haben, ich glaube, im September, irgendwie Mitte, Ende September oder so angefangen bis jetzt und auch das ist absolut vorläufig. Viele fragen auch, Simon, warum macht ihr denn sowas für die FIBO, nur für die FIBO? Das ist überhaupt nicht für die FIBO. Die FIBO ist so ein kleiner Zwischenstep und bei mir, ich überlege zum Beispiel tatsächlich, weil mir hat das zum Schluss richtig, richtig Spaß gemacht. Ich werde wahrscheinlich mich für einen Wettkampf vorbereiten und dann wahrscheinlich im Sommer nochmal irgendwie was starten. Werde ich euch auch sagen, schreibt bitte, bitte drunter, ob ich das machen soll. Mir auch das Spaß, sich vorzubereiten, gar nicht da irgendwie was abzuräumen oder so. So. Und jetzt guckt euch bitte mal die Transformation von Roman an. Und ich will wirklich, dass ihr auch dahin geht und ihn mal fragt, wie das war. Ich weiß, wie es war und ich weiß, dass es sehr, sehr schwer war. Aber ich möchte euch daran zeigen, wie krass es aussieht, wenn man massig ist und wenn man etwas definiert. Erstens, er hat Muskeln aufgebaut und Fett sowas von verloren. Das ist wirklich gigantisch. Guckt euch wirklich das erste Bild an zu dem letzten. Klar, er hatte eine Trainingspause davor und so weiter. Muscle Memory, müssen wir nicht drüber streiten. Aber wie krass sieht es aus, wenn man leichter ist? Wie viel muskulöser sieht man aus? Und wie viel besser sieht es aus? Das habe ich ihm auch um die Ohren geknallt, dass er das bitte jetzt immer so beibehalten soll und auch noch weitermachen soll. Ich finde so krass, diese Veränderung. Es sieht einfach richtig gut aus. Richtig, richtig, richtig gut. Und wenn wir da noch weitermachen, da ist richtig was zu holen. Am Gewicht könnt ihr auch sehen, zum ersten Bild haben wir zig Kilo verloren. Aber insgesamt haben wir noch viel mehr Fett verloren, weil er extrem Muskeln aufgebaut hat. Wenn ihr euch die Umfänge an der Brust und so weiter anguckt, an der Taille. Es ist schon Wahnsinn, was da passiert ist. Und bitte fragt, da ist auch ein bisschen Bräune drauf jetzt und so weiter. Deswegen, aber ist auch noch nicht geladen. Bei den ganzen Jungs ist noch nicht geladen, gar nichts. Also geht mal auf die Jungs sind dabei, fragt die mal, wie es war, ob sich das lohnt, wie man das durchzieht und so weiter. Fragt mich natürlich auch. Und deswegen zeige ich euch diese Form-Updates schon mal vorher, die vorläufigen, damit ihr zu FIBO kommt, damit ihr mit uns Spaß habt und keine Panik.
Morgen kommt selbstverständlich ein normales Freitagsvideo, am Samstag kommt ein Video, am Montag kommt noch ein Video. Wir machen Vollgas weiter, wir haben da zwar Spaß, aber wir werden natürlich weiterhin die Videos schneiden. Ich freue mich riesig auf euch, ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr kommt, wenn ihr ein bisschen Fragen stellt, wenn ein bisschen quatschen, ein bisschen trainieren können zusammen und einfach eine schöne, schöne Zeit haben. Deswegen auch dieses Video, auf zu Fibo, schnappt euch ein Ticket, wenn ihr noch keins habt. Los geht's, wie gesagt, kommt entweder morgen, Samstag oder Sonntag und egal, wo ihr mich da seht, anhalten, anquatschen, Fragen stellen, Fotos machen und Zeit genießen, meine Freunde. Sehr, sehr schön. Danke, dass ihr die kurze Zeit noch da habt. Abonniert selbstverständlich den Channel, bleibt dabei. Morgen kommt ein tolles, tolles Video, da unbedingt dranbleiben. Habe ich schon vorgedreht und die besten Supplements, da wird es auch noch ein paar schöne Sachen geben. Also seid da gespannt auf Samstag und die besten Klamotten VIP-Wear, besten Supplements natürlich Body IP Nutrition und Facebook, Instagram. Wenn ihr da mehr von der Fibo sehen wollt, geht da noch drauf. So, jetzt habe ich so viel geredet. So, jetzt auf geht's. Bis dann. Get in.